Am 23.07.2004 war es soweit. In kleinen Tälern der Hochebene in der östlichen Antarktis wurde der extremste Kälterekord ever gemessen. Minus 98,6 Grad Celsius waren es damals in der Polarnacht. Eisiger kann es wohl auf der Erdoberfläche auch nicht werden. Da sind sich Forschungsteams sicher. Hier zu atmen würde Lebensgefahr bedeuten. Bronchien und Lungengefäße würden verkrampfen. Doch das ist nicht der einzig wirklich extreme Ort auf dieser Welt. Wo genau auf der Erde regnet es in 37 Jahren nur vier Mal und wo ist der Wind so stark, dass man ihn nicht mal messen kann? Die Top 5 extremsten Orte auf der Erde jetzt in Klicks um Science und Fiction. Hier gibt es täglich Science-Videos. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keins. Okay, let's go. Herzlich willkommen. Den bisherigen Kälterekord hatten Satellitenmessungen der NASA an einem Erdrücken in der Nähe von Dome Argus, einer Hochebene in der Antarktis, gemessen. Minus 93,2 Grad Celsius wurden hier am 10. August 2010 gemessen. Dort sind es also knapp 50 Grad kälter als in Sibirien. Die krasse Kälte entstand wohl durch die große Höhe über dem Meeresspiegel gepaart mit einem wolkenfreien Himmel. Doch dieser Rekord ist jetzt Geschichte, wie neue Auswertungen der Satellitenmessungen zeigen. 98,6 Grad am 23.07.2004. Wow, unglaublich. Das Forschungsteam aus den USA erklärt die besonders krasse Kälte mit mehreren Faktoren, die wohl zu diesem Zeitpunkt zusammenkamen. Zum einen kann die Wärme ohne Wolken direkt vom Höhenrücken ins All steigen. Zudem, kalte Luft ist schwerer als warme. So war sie wohl angetrieben durch die Schwerkraft in diese Senken gerutscht. Hinzu kam nach Angaben der Forscher und Forscherinnen außerdem eine extrem trockene Luft, sodass die Wärme der Schneeoberfläche leichter ins All treten konnte. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch. Die Weltorganisation für Meteorologie zeigt sich unbeeindruckt und erkennt diese neuen Rekordkälten nicht an, da sie direkt auf dem Eis gemessen wurden und eben nicht in der Luft. Ihrer Ansicht nach liegt der Rekord bei minus 89,2 Grad Celsius. Diese Temperatur wurde im Juli 1983 in der Antarktis gemessen. Übrigens, der wohl kälteste dauerhaft bewohnte Ort der Erde liegt in der sibirischen Siedlung Oymyakon. Im Winter sind es dort bis zu minus 67,8 Grad Celsius. Im Sommer dagegen das krasse Gegenteil, dann können es auch mal 30 Grad und mehr werden. Platz 4, der trockenste Ort der Welt. Perfektes Testgebiet für den Mars Rover. Das ist wirklich kaum vorstellbar, selbst für diejenigen unter euch, die Regen verabscheuen. In einer bestimmten Region der Atacama-Wüste in Chile regnet es nur viermal und das in 37 Jahren. Die Anden blocken jegliche Niederschläge ab, also das Gebirge dort. Hier ist es so unvorstellbar trocken, dass die NASA die Region 2016 als perfektes Testgebiet für den Mars Rover erklärt hat. Zwar ist es hier mit mehr als 100 Grad mehr deutlich wärmer als auf dem Mars, aber dennoch ist sich die Bodenbeschaffung ziemlich ähnlich. Deswegen hat die NASA hier auch beispielsweise einige Bohrtechnologien getestet, die zukünftig auch auf dem Mars angewendet werden könnten. Zudem wurden auch Proben gesammelt, um diese im Labor auf extreme Mikroorganismen zu analysieren. In der gesamten Atacama-Wüste herrscht Wasserarmut, also die trockenste Wüste der Welt, als das gilt sie ja. Doch trotzdem leben hier in den sehr seltenen Oasen auch einige wenige Menschen. Platz 3, der windigste Ort der Welt, Windböen bis zu 240 Kilometer pro Stunde. Hier gucken wir, wie auch bei Platz 5, in die Antarktis, denn hier gibt es ganz besondere Winde, wie den katabatischen Wind zum Beispiel. Vereinfacht gesagt ist das ein konzentrierter Strom aus eisiger Luft, ein sogenannter Fallwind, der folgendermaßen entsteht. Unter einer Eisfläche, etwa eines Gletschers oder eines Gebirges, kühlt sich die Luft ab und deren Dichte nimmt zu. Es entsteht eine Druckausgleichsströmung, an der Öffnung dann natürlich, mit der wärmeren Umgebung und der besonders kalte katabatische Fallwind entsteht. 1912 bis 1913 hatte sich ein Forschungsteam dorthin begeben und hatte die 48 Kilometer breite Bucht entdeckt. Dabei hatte das Team auch versucht, die Windgeschwindigkeit am Cape Denison an der Spitze der Commonwealth Bay im Osten der Antarktis zu messen. Dazu der Expeditionsleiter von damals. Das Klima erwies sich das ganze Jahr hindurch als ein ununterbrochener Schneesturm. Und tatsächlich, gestaltet es sich auch heutzutage noch schwer, die Stärke der katabatischen Winde zu messen. Die extrem starken Winde in Kombination mit den Temperaturen unter 0 Grad Celsius machen den empfindlichen Messgeräten zu schaffen. Und so schaffte es die Bucht ins Guinness-Buch der Rekorde als windigster Ort der Welt. Ihre durchschnittliche Windgeschwindigkeit liegt demnach bei 80 Kilometern pro Stunde im Durchschnitt. Die maximale Windgeschwindigkeit ist mit 240 Kilometern pro Stunde angegeben. Kaum vorstellbar, dass hier Tiere oder Menschen leben. Umso kurioser
sicher, dass hier vor allem Kaiserpinguine und andere Pinguinarten eines ihrer wichtigsten Brutgebiete haben. Platz 2. Der nebligste Ort der Welt. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Zu den düstersten Orten der Welt gehören wohl die Great Banks vor der Küste Neufundlands. Rund 200 Tage pro Jahr gibt es hier so krassen Nebel, dass man gar nichts mehr sieht. Alles ist nur noch grau und verschwommen. Der Grund: der warme Golfstrom aus dem Süden und der kalte Labradorstrom aus dem Norden treffen aufeinander. Die kühleren Luftmassen können wenig Wasserdampf aufnehmen, sodass dieser kondensiert. Dabei entsteht Nebel. Platz 1, der heißeste Ort der Welt. Dennoch existiert hier Leben. Mit Platz 1 schließen wir den Kreis. Begonnen haben wir mit dem Kälterekord, also schauen wir jetzt analogisch auf den heißesten Ort dieser Welt. In der Lutwüste im Iran befindet sich wohl der Hitzepol der Erde, und zwar mit rund 70 Grad Celsius plus. 2005 wurde hier mit einem Infrarotradiometer des Satelliten Aqua die Bodentemperatur ermittelt. Diese extreme Hitze macht diesen Ort zu einem eher lebensfeindlichen Raum. Doch ein Forschungsteam hat hier tatsächlich Leben gefunden. Skorpione zum Beispiel, die sich an die extremen Verhältnisse angepasst haben. Sie ernähren sich vom Tod, genauer genommen von verirrten Zugvögeln, die in der heißen Wüstenluft sterben und einfach vom Himmel fallen. Ein paar Grad kälter sind es dagegen im kalifornischen Death Valley, das Tal des Todes. Und doch gibt es hier Leben, obwohl es sich wohl so anfühlt wie ein Backofen von innen. Denn im Jahr 2002 wurden hier 52,8 Grad Celsius gemessen, und das ist wissenschaftlich belegt. Nachts zeigte das Thermometer dann nur noch 37,8 Grad an. Menschen trifft man hier kaum, nur ein paar Indianer und Nationalpark-Ranger leben hier. Ja, und wenn ihr dieses Video spannend gefunden habt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann bekommt ihr täglich vor allen anderen den Link zum Video von mir persönlich. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und da drunter draufklicken. Wenn ihr das Video sehen wollt, Sommer 2018, Klimawandel, die Erde überhitzt. Bis dann. Bleibt dran.